sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu einem Vortrag, der für die Immobilienbranche, glaube ich, in Zukunft unbedeutend ist, für die Versicherungsbranche auf jeden Fall. Meine große Freude ist, dass ich unser Vorstand Versicherungsmakler, Konrad Salbrich, bereit erklärt habe, den Vortrag zu halten. Er war natürlich genauso in Albach, wo das auch ein großes Thema war. Da möchte ich jetzt schon vorausschicken, ich habe schon vor 30 Jahren eine Lösung zu diesem Thema gehabt. Denn gerade im Wohnungseigentum, das werden Sie alle wissen, ist die Gefahr sehr groß, dass man von irgendwen angegriffen wird. Jeder hat irgendeinen Freund in der Versicherungswirtschaft oder einen Anwalt, der klagen möchte. Und ich werde am Schluss dann konkret noch darauf zu sprechen kommen, wie man das Problem lösen kann, ohne dass Sie irgendetwas Großartiges verändern müssen oder vielleicht sogar einbußen hätten im Gegenteil. Die Lösung hat gezeigt, dass jeder, der das mit meinem Unternehmen macht, sogar Vorteile daraus lukriert. In diesem Sinne begrüße ich Sie nicht nur sehr herzlich. Anschließend können wir dann noch diskutieren. Nun begrüße ich aber sehr herzlich. Danke. Ja, schönen guten Abend. Ich hoffe, dass Sie das, was uns Versicherungsmakler in den nächsten Jahren betreffen wird, nicht so schlimm betrifft wie uns. Ich glaube, Sie haben in Ihrer Branche eigene Sorgen. Wenn man sich anschaut, was gerade offen diskutiert wird, mit Preisobergrenzen aus den Betriebskosten will man die Versicherungen raus haben. Die Diskussion gibt es eh schon seit 30 Jahren. Bis jetzt ist es nicht gekommen. Ich hoffe, es in Ihrem Interesse und auch im Interesse der Maklerkollegen, die auf Hausverwalter spezialisiert sind, dass das so bleibt. Die meisten Hausverwalter werden in der Regel von 4, 5 Kollegen betreut, die sogar den Markt abdecken. Lustigerweise, alle fangen mit S an. Ich weiß nicht, welches Phänomen das ist. Alle Makler, die Ärzte betreuen, fangen alle mit M an vielleicht. Sie da irgendwie eine Zuteilung einfallen lassen. IDD heißt Insurance Directive Distribution. Was bedeutet das? Das ist eine Verordnung von Brüssel, die jedes Land der EU aufs Auge gedrückt bekommen hat, die wir bis zum 23. Februar in nationales Recht umzusetzen haben. Das wird sehr spannend. Es ist noch nicht weit fortgeschritten. Wir haben jetzt Wahlen. Schauen wir mal, wie die ausgehen. Schauen wir, wie lange Regierungsbildung dauert. Also entweder gibt es mit der alten Regierung in der letzten Nationalratssitzung einen Schnellschuss, der nicht lustig werden wird, oder es gibt mit einer neuen Regierung, wenn die den Zeitplan einhalten wollen, wieder einen Schnellschuss. Also ob wir den jetzt machen oder im Februar, werden wir sehen und wer dann was entscheidet. Dorthin? Ja, ist schon. Perfekt, ich muss aber da herschauen, ich kenne das nicht auswendig. So, der Anwendungsbereich der IDD betrifft Versicherungsvertreiber. Das ist jetzt ganz nett, also wie wenn der Begriff Versicherungsvermittler oder Versicherungsmakler eh schon nicht katastrophal genug gewesen wäre in der Wahrnehmung der Bevölkerung, ist die englische Übersetzung, wir sind jetzt alle Versicherungsvertreiber. Betrifft Versicherungsvermittler und betrifft auch die angestellten Mitarbeiter von Versicherungen, bedeutet aber auch die Banken, den Online-Vertrieb. Also jeder wird da jetzt in diese Richtlinie hineingepackt. Was bedeutet es, wenn Hausverwalter haben einen Versicherungsmaklergewerbeschein, einen Agentenschein, dann betrifft sie das, wenn sie diese Gewerbeberechtigung haben. Es gibt Hausverwaltungen, die arbeiten mit einem Tippgeber-Gewerbeschein. Wenn Sie den haben, sind Sie so, wie es heute ausschaut, aus der Geschichte draußen. Da passiert aufgrund der IDD derzeit nichts. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Der Gesetz ist dann in Stein gemeißelt, wenn es der Nationalrat verabschiedet hat, der Bundesrat nichts dagegen hat und das Ganze in einem Amtsblatt veröffentlicht ist. In Alpbach haben wir in ganz, ganz kleiner Runde, ich sage, die war so groß, dass sie da am Tisch Platz gehabt hätte, mit dem Finanzministerium, dem Wirtschaftsministerium, dem Konsumentenschutzministerium und der FMA diskutiert. Die Ministerien selbst sind sich nicht einig.
Also das Konsumentenschutzministerium sieht es anders als das Wirtschaftsministerium und das Finanzministerium sieht es wieder anders. Also zu sagen, und genau so schaut es aus, kann man heute noch nicht. Das sind so der Informationsstand, den wir heute haben. Darf ich fragen? Alles dürfen fragen. Welches Ministerium hat da die führende Rolle? Die führende Rolle hat das Wirtschaftsministerium. Ja. Der Legist ist der Magister Treuer, falls Ihnen der was sagt oder falls Sie den kennen. Es gibt eine Registrierung und Eintragungspflicht. Das bedeutet, auch als Hausverwalter, der jetzt einen Gewerbeschein besitzt, als Agent oder als Makler, sind Sie in dieses Register eingetragen. Und das, was jetzt das, sage ich, Unangenehme für Sie ist, wenn Sie, egal ob es Agent oder Versicherungsmakler ist, einen Gewerbeschein haben, unterliegen Sie der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung für alle Vermittler. Das betrifft Angestellte, das betrifft Versicherungsmakler in einem Ausmaß von 15 Stunden pro Jahr. Die Differenzierung in der Weiterbildung: Es werden alle gewerberechtlichen Geschäftsführer und alle Mitarbeiter des Maklerunternehmens, die etwas mit dem Kunden zu tun haben, mit der verpflichtet, diese Weiterbildung zu machen. Die Ministerien können uns derzeit nicht beantworten, ab wann, wo ist denn die Grenze, wann hat denn einer mit dem Kunden was zu tun? Wenn er anruft am Prämienrückstand und der Mitarbeiter im Maklerbüro arbeitet in der Buchhaltung, hat der Buchhalter dann schon damit was zu tun, müssen wir den Buchhalter weiterbilden? Hat jemand, der nur Offerte verschickt oder Offerte rechnet, damit schon etwas zu tun? Ist rechtlich nicht geklärt. Wir haben gebeten, hier eine Klarstellung zu machen, weil wir nicht wissen, ob wir in Österreich 4.000 Gewerbescheininhaber von Maklern weiterbilden müssen oder zusätzlich noch einmal ca. 15.000 bis 20.000 Angestellte. Das ist nicht heraus. Fakt ist, dieser Weiterbildungsverpflichtung unterliegen Sie, wenn Sie einen dieser Gewerbescheine haben. Das Ganze wird schlagend ab dem 01.01.19. Wenn es Sie betrifft, werden die Versicherungsmakler versuchen, hier ein Verwaltungstool zu schaffen, wo es Möglichkeiten gibt, dass man diese Dinge abrufen kann, besuchen kann, weil es wird Sie auf keinen Fall irgendeine Krankenversicherung, Kfz-Versicherung, Berufsunfähigkeit, biometrische Risiken, das wird Ihnen egal sein. Aber dann müsste man halt in dem Bereich der Gebäudeversicherung, der Haftpflichtversicherung dieser Weiterbildung nachkommen. Inwieweit es möglich sein wird, dass jetzt ein Maklerunternehmen heute hergeht und Seminare anbietet, dass man jetzt sagen kann, man veranstaltet das und macht das branchenspezifisch jetzt auf Hausverwalter spezialisierte Makler, dass die sagen, sie übernehmen diese Ausbildung, auch das ist nicht geklärt. Man weiß noch nicht, wer das Kontrollorgan sein wird. Werden das die magistratischen Abteilungen sein? Werden das am Land die BHs sein oder wird es die Finanzmarktaufsicht sein? Also das ist, oder wird es die Fachgruppe sein? Das ist auch noch nicht in Stein gemeißelt. Informationspflichten und Wohlverhaltensregeln. Es gilt der Grundsatz, wir Versicherungsmakler kennen das als Best Advice, das haben wir immer schon im Maklergesetz. Jeder, der mit der Versicherungsvermittlung zu tun hat, hat einen sogenannten Best-Interest-Ansatz zu verfolgen. Die Versicherungsvertreiber haben ihren Kunden gegenüber stets ehrlich, redlich, professionell und deren bestmöglichen Interesse zu handeln und sich um Mindeststandards zu kümmern. Wo könnte da das Problem liegen? Ich weiß nicht, inwieweit Sie die Kollegen in Ihren Bundesländern aus Ihrer Berufsgruppe kennen. Wir nehmen immer wahr, dass aus anderen Bundesländern unsere Maklerkollegen behaupten, dass was Hausverwalter und Versicherungsmakler in Wien machen, ist ein reines Wien-Phänomen, das gibt es nirgends anders und in Wien ist alles unseriös. Das ist das, so was wir aus den Ländern hören. Und wir haben bei einem Kollegen schon den Fall gehabt, dass ein Zinshaus nach Salzburg gegangen ist und
der ist dann nicht sehr nett und nicht sehr fair behandelt worden, der Kollege. Und man versucht aus den Bundesländern schon immer wieder in Wien auf Hausverwalter und Versicherungsmakler loszugehen. Also die Neidgesellschaft gibt es einfach. Und wenn man ein Wiener ist, ist sie noch ein bisschen größer, wie wenn man in den Bundesländern ist. Auskunftspflichten. Versicherungsvermittler, wir haben das schon gesagt, müssen sich in ein Register eintragen. Das heißt, es ist dann auch ganz nachvollziehbar, dass Sie in diesem Register mit Ihrer Firma oder als Einzelperson drinnen stehen. Man muss sich dort auch deklarieren, ob man als Makler oder als Agent tätig ist. Es gibt zwei unterschiedliche Rechtsmeinungen. Ich vertrete immer die und ich kenne es nicht anders. Ein Versicherungsmakler darf einen Agenten keine Provision auszahlen und die dürfen miteinander keine Geschäfte machen. Ein Agent darf einem Versicherungsmakler sehr wohl eine Provision auszahlen. Der Dr. Koban sieht das anders, eine Judikatur dazu gibt es nicht. Also hier müsste man auch aufpassen, mit welchem Gewerbeschein arbeiten Sie, wird es der Makler gelöst, dass es hier zu keinen Konflikten kommt. Wo kein Kläger, da kein Richter. Also im Normalfall sollte nichts passieren. Aber Kläger gibt es, das wissen Sie in Ihrem Job wahrscheinlich besser als in vielen anderen Berufen, immer wieder. Die Begehrlichkeitsneurosen der Menschen sind in den letzten 10 Jahren gestiegen. Dann gibt es in dieser IDD noch ein großes Thema zur Vergütung von Versicherungsvertreibern. Alle Arten von Provision, Gebühren, Entgelte, sonstige Zahlungen, einschließlich wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art oder finanzielle Anreize, dürfen einem Versicherungsmakler oder einem Versicherungsvermittler nicht dazu anleiten, sich für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden. Das heißt, die Entscheidung, wohin die Reise mit der Versicherung geht, hat ausschließlich im allerbesten Interesse der Kunden zu erfolgen. Vergütung darf niemals Fehlanreize schaffen, Vergütung darf nicht mit Best-Interest-Ansätzen kollidieren. Also da stehen lauter Regelungen drinnen, die eigentlich gegen jedes wirtschaftliche Denken sind, wenn Sie das alles vernachlässigen und ständig so arbeiten in Ihrem Leben, wie es hier steht, dann werden Sie einmal vor Gericht stehen, weil Sie Ihre Firma in den Sand gesetzt haben und ein schlechter Geschäftsführer waren. Also Sie können sich überlegen, Sie können sich entscheiden zwischen Pest und Cholera, erfüllen Sie diese Gesetze oder erfüllen Sie andere Gesetze. Irgendwo leidet es ganz fürchterlich, ich fürchte, das bin sogar ich. Gut, das ist aus. Aufsichts- und Lenkungsanforderungen. Ich sage, Sie sind jetzt bei einem Spezialisten oder bei einem der wenigen Spezialisten für Ihre Branche, die es in dem Bundesland Wien gibt. Und Spezialisten in bestimmten Bereichen haben die Eigenschaft, dass sie sich in der Produktentwicklung sehr, sehr stark engagieren, wenn es solche Leute nicht geben würde. Dann hätten wir vielleicht heute noch eine Leitungswasservariante A und B und dann wäre Schluss. Und wahnsinnig viele Dinge, die da passiert sind in den letzten 30 Jahren, das war alles maklergetrieben. Und jetzt kommt durch diese IDD etwas ganz Neues auf uns zu. Und zwar geht man her und nennt das den Hersteller, den Konzipierer, respektive in der Originalfassung von Brüssel heißt den Manufacturer eines Produktes. Und wenn jemand in einen Produktentwicklungsprozess eingreift, dann wird er zu diesem Manufacturer, das kann ein Versicherungsmakler sein, und der kriegt jetzt behördlich furchtbar strenge Auflagen. Man muss den Zielmarkt definieren, das Produkt, das entwickelt wird, muss behördlich genehmigt werden. Also dorthin zurück, wo wir vor dem EU-Beitritt waren. Also wir waren einmal in einer heilen Welt im Privatkundengeschäft, wo jedes Produkt FMA geprüft war. Es war völlig wurscht, wo Sie Ihre Wohnung, Ihr Auto versichert haben, alle Produkte waren gleich. Die EU hat alles verändert, meiner Meinung nach zum Nachteil der Konsumenten. Und jetzt geht man wieder zurück.
die Produkte dürfen zwar entwickelt werden, wie sie wollen, aber sie unterliegen wieder einer sehr, sehr strengen Aufsicht. Die genauen Spielregelungen, wo liegen die Grenzen, baue ich in ein Produkt zwei, drei Klauseln ein. Eine Mehrwertsteuerklausel in der WEG, dass ich netto versichere und sage, im Totalschadenfall, den möglicherweise keiner noch von Ihnen erlebt hat, aber wenn man haben, wäre es wichtig, dass auch dann die Mehrwertsteuer bezahlt wird, obwohl ich netto versichere. Bin ich dann, wenn ich so eine Klausel und eine zweite oder eine dritte einbaue, schon Manufacturer oder bin ich es nicht? Das kommt auf uns zu. Was bedeutet es für Sie? Ich sage, die Versicherungsmakler, die über Jahre und Jahrzehnte Produktentwicklungen getrieben haben und die Versicherungen vor sich hergetrieben haben im Interesse der Klienten, die werden sich jetzt einmal zurücklehnen. Es wird in der Produktentwicklung wenig bis gar nichts passieren, weil sich keiner traut, in dieses Fahrwasser hineinzukommen, weil wir dann mal schauen, dass der eine oder andere hineinschlittert und dann mal schauen, wie passiert da die Rechtsprechung, was passiert. Also wir versuchen bei uns in unseren Spezialgebieten in der Kanzlei alles an Produktinnovationen vor der Umsetzung dieses Gesetzes noch hineinzupacken und dann werden wir mal zwei, drei Jahre die Füße stillhalten und schauen, was aus diesem Gesetz wird und vor allem, wie dieses Gesetz gelebt wird. Ab wann der Makler ein Produkthersteller ist, weiß die Rechtsprechung heute noch nicht. Das ist nicht geklärt. Wir haben bei dem Ministerium um Klarstellung gebeten, bis heute leider noch keine bekommen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.